Herzlich willkommen zu Portfolio Live, dem Portal für erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Fabian Braun und ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, wie ich Investitionsprodukte auswählen kann, so dass ich verstehe, was dabei passiert. Wir hatten bereits gesehen, dass 5 typische Anlagefehler dazu führen, dass Privatanleger weniger Profit machen, als es der Markt erlauben würde. Heute geht es dabei um den 4. Fehler, nämlich die unzureichende Kenntnis der gekauften Produkte. Ich selbst habe mir schon das ein oder andere Produkt ja fast schon aufschwätzen lassen, von dem ich nachher gedacht habe, hättest du das mal lieber nicht gekauft. Irgendwann habe ich mir dann gesagt, was ist eigentlich das richtige Spielfeld, in dem du dich sicher bewegen kannst. Und deswegen habe ich mal die Produkte genommen, die ich kenne und ganz grob in eine Landkarte einsortiert. Das fängt an mit den Basiswerten. Das sind so typische Dinge wie Einlagen in einem Sparbuch oder einem Festgeldkonto, in einer etwas anderen Variante davon auch Devisen, also Einlagen in einer anderen Währung, dann die klassischen Aktien, also Unternehmensanteile, Anleihen, seien es nur Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, aber eben auch Rohstoffe, so wie Gold oder Edelmetalle, aber möglicherweise auch Energie. Neben den Basiswerten gibt es noch sogenannte Derivate. Das sind Produkte, die von Marktteilnehmern, häufig sind es Banken, aufgesetzt werden und sich eben auf Basiswerte beziehen. Das sind die bekannten Optionen, zum Beispiel Puts and Calls oder Futures, wo ein Vertragspartner, möglicherweise eine Bank, verspricht, einen bestimmten Geldbetrag zu zahlen, wenn zum Beispiel eine Aktie einen bestimmten Wert, Kursstand erreicht, zu einem bestimmten Datum. Oder bei Rohstoffen, bei den Futures, sind das häufig Verträge, die versprechen, dass man zu einem zukünftigen Zeitpunkt die und die Menge eines Rohstoffes für einen bestimmten Preis erhalten kann, unabhängig davon, welchen Kurs er dann hat. Neben den Derivaten gibt es dann als nächste abgeleitete Produktgruppe die Zertifikate. Das sind zum Beispiel Indexzertifikate, die Werte replizieren von Aktienindizes, aber auch anderen Indizes, Anleihenindizes. Das sind Discountzertifikate, Bonuszertifikate, Expresszertifikate, Garantiezertifikate. Auch hier Produkte, die von einem Vertragspartner aufgesetzt werden und unter bestimmten, teilweise recht komplizierten Bedingungen Zahlungen oder Verlängerung der Verträge beinhalten. Und schließlich gibt es auch basierend auf den Basisprodukten zunächst einmal die klassischen aktiven Fonds, also eine Zusammenstellung von zum Beispiel mehreren Aktien in einem Aktienfonds, aber auch mehreren Anleihen in einem Anleihenfonds. Es gibt Mischfonds, das heißt, da werden dann Aktien und Anleihen oder möglicherweise auch Rohstoffe gemischt mit dem Ziel, die Diversifikation nach oben zu bringen. Wir hatten schon gesehen, dass Diversifikation ja auch ein wesentliches Element der Anlage ist. Und neben den aktiven Fonds gibt es natürlich auch noch die passive Fonds. Passive Fonds bilden typischerweise auch Indizes nach, indem die Werte, die ein Index beinhaltet, gekauft werden und dann eben in Form eines Fonds einem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommen auch immer wieder Produkte vor oder werden angeboten, die wenig fungibel sind. Das heißt, die man nur sehr, sehr schwer verkaufen kann, wo es keinen oder keinen richtigen Markt gibt, weil A, entweder die Interessentenzahl sehr gering ist oder die Produkte einfach nicht standardisiert genug sind. Das wären zum Beispiel geschlossene Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen und ähnliches, nicht börsengelistete Private Equity Firmen, ganz grundsätzlich Immobilien, aber auch manche alternative Investments wie Hedgefonds. Über die möchte ich heute nicht sprechen. Für mich sind diese alle nicht Teil meines Spielfeldes. Ich habe jetzt 3 Farben genommen und mir diese doch recht komplexe Landkarte angeschaut und die Felder grün eingefärbt, von denen ich sage, die gehören zu meinem Spielfeld. Diejenigen Felder, wo ich im Einzelfall sehr genau hinschaue, ob ich sie überhaupt grundsätzlich in Betracht ziehen möchte, mit gelb eingefärbt. Und diejenigen Felder, von denen ich persönlich heute sage, über diese Produkte möchte ich mir keine Gedanken machen, weil die zu weit weg sind für mich, weil es mich zu viel Arbeit kosten würde und die habe ich rot eingefärbt.
So sieht meine ganz persönliche Produktlandschaft aus. Und ich möchte Sie auffordern, für sich ganz kritisch zu fragen, wie sieht Ihre aus? Es gibt zwei Dinge, die Sie aus meiner Sicht dabei beachten müssen. Das erste ist, um ein Produkt zu verstehen, müssen Sie die Mechanik verstehen. Also, welche Regeln liegen hinter diesem Produkt? Wenn Sie eine Aktie kaufen, dann kaufen Sie einen Anteil an einem Unternehmen, einen kleinen Anteil, aber Sie werden Miteigentümer dieses Unternehmens. Das ist soweit nachvollziehbar. Schon bei Optionen oder Derivaten kann das deutlich komplexer werden. Der zweite Punkt, auf den Sie achten sollten, ist, dass all diese Mechaniken, all diese Anlagemöglichkeiten ganz unterschiedliche Chancen-Risikoprofile haben. Das ist einerseits richtig zwischen den verschiedenen Anlagentypen, also eine Aktie hat per se andere Chancen und Risiken als eine Anleihe, aber auch innerhalb eines Feldes gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Sie könnten zum Beispiel deutsche Blue-Chip-Aktien aus dem DAX kaufen oder aber Mid-Cap-Aktien in einem Emerging Market. Bei beiden werden Sie sehr, sehr unterschiedliche Chancen-Risiken-Verhältnisse haben. Wenn Sie diese zwei Fragen für sich geklärt haben und sagen, ja, ich verstehe die Mechanik und ja, ich kann den Inhalt abschätzen, dann färben Sie Ihr Feld grün. Meine Empfehlung also, halten Sie es möglichst einfach bei der Produktauswahl. Beschränken Sie sich auf solche Bereiche, bei denen Sie sich gut auskennen und gut investieren können. Das heißt insbesondere, investieren Sie in die Basisprodukte, Aktien, Anleihen zum Beispiel. Auch gerne in Fonds, die darauf basieren, soweit sie transparent sind oder zum Beispiel Indexindizes abbilden, wie wir es bei ETFs sehen. Seien Sie vorsichtig schon bei Fonds, wo das Investmentziel nicht ganz so klar ist. Und wenn Sie keine Experten sind und sich nicht explizit daran auskennen und die Zeit sich nehmen wollen, alle Informationen zu beschaffen, dann seien Sie vorsichtig mit Derivaten und Zertifikaten. Herzlichen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Besuchen Sie uns auf portfoliolive.de und abonnieren Sie den Newsletter. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden und verpassen nie eine Folge. Denken Sie daran, investieren Sie einfach, aber erfolgreich und Geld ist auch nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt, ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für den Inhalt übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.